Ja, ich bin jetzt hier im Gemeinschaftsgarten Tausendschön in Leteln. Bei mir ist die Frau Elisabeth Schmelzer, die das Projekt hier gegründet hat von Green Fair Planet. Frau Schmelzer, wie sind Sie darauf gekommen? Was passiert hier so? Also wir sind zunächst darauf gekommen, Marmelade für alle, das machen wir ja schon viele Jahre. Und wir haben gedacht, weil es jedes Jahr ein neues Motto ist, nehmen wir heute das Motto Willkommen Flüchtlinge. Weil uns das sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen, die aus Not und Hunger und vor Krieg und so flüchten, hier in Minden gut angenommen werden und halt wissen, dass sie willkommen sind. Und das ist aber das erste Mal, dass Sie das mit Flüchtlingen machen dieses Jahr, oder haben Sie das schon immer so gemacht? In diesem Jahr haben wir es speziell mit Flüchtlingen gemacht und ansonsten sind wir ja immer Multikulti, integrativ, migrativ. Also bei uns ist jeder Mensch herzlich willkommen, der mit uns etwas gemeinsam machen möchte. Und dieser Garten Tausendschön, den gibt es noch nicht so lange. Wie lange gibt es den schon? Wir haben den Garten Tausendschön im März übernommen. Es sind 1200 Quadratmeter gewesen und wir haben 4 Wochen später noch 400 Quadratmeter dazu bekommen von dem Nachbarn, der gesagt hat, ihr verbringt hier die wahrsten Wunder, möchtet ihr meinen Garten aufmachen? Mhm. Die Marmelade, die dürfen die Gäste wieder mitnehmen, die sie hier gekocht haben. Das sind was für Marmeladen? Wir haben Marmeladen ausgesucht, Rezepte aus Syrien, Aserbaidschan, Afrika, also aus allen Ländern, wo im Moment die Geflüchteten herkommen, nämlich aus den Unterkünften, die aus den Unterkünften in Holzhausen, Porta, Holzhausen 2 Heratungen sind. Da immer die Spezialrezepte und wir haben uns bemüht, auch immer einen Koch dafür zu finden oder eine Köchin, was auch fantastisch gelungen ist, ohne Absprache. Wir waren ganz begeistert. Und die Flüchtlinge sind ja, so wie ich das kenne, ein bisschen immobil. Haben Sie da einen Fahrdienst organisiert oder wie sind die hierher gekommen? Ja, ich habe einen Fahrdienst, habe aufgerufen für einen Fahrdienst und habe natürlich die Kontakte, die Netzwerke, die wir in den letzten Jahren haben, alle angezapft und somit sind auch Flüchtlinge aus Holzhausen 2 gekommen mit dem Fahrrad. 15 Flüchtlinge, wir sind begeistert, wir waren hin und her gerissen und auch dankbar für die Fahrdienste, die angeboten wurden aus der Nachbarschaft und über Facebook. Herzlich willkommen im Gemeinschaftsgarten Tausendschön. Toll, dass ihr da seid! Gemeinsam wollen wir heute Marmelade kochen und wir finden es wunderbar, dass viele sich bereit erklärt haben, mitzumachen.